mitten im Wettkampf, und zwar im Wettkampf gegen den Abstieg, steckt auch der HSV. Ja, und wenn ein Verein im Abstiegskampf steckt, dann entlässt er ja sehr gerne mal den Trainer. Der HSV hat jetzt was ganz anderes gemacht. Kai-Uwe Hesse, HSV-Reporter in Hamburg. Was genau hat der HSV heute gemacht? Ja, der HSV hat drei Spieler freigestellt, beziehungsweise ihnen angeboten, mit der zweiten Mannschaft zukünftig zu trainieren. Das ist zum einen Johann Giroud, der Ex-Kapitän, aber der seit einigen Monaten in Ungnade gefallen ist und auch die Kapitänsbinde schon abgeben musste. Zudem gibt es zwei Spieler aus dem erweiterten Kader, Nabil Bahoui und Ashton Götz, die ebenfalls nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren sollen. Was soll diese Maßnahme denn genau bewirken? Ja, der Verein sagt, man wolle den Kader straffen, sich auf die Spieler begrenzen, die auch realistische Spielchancen haben. Und im Fall Giroud muss man natürlich sagen, er war vor einigen Monaten eine sehr zentrale Figur beim HSV. Er war Kapitän und hatte dann im November erstmals die Taktik öffentlich kritisiert und im März in der Schweiz nochmal mit einem Interview gegen den Trainer nachgelegt. Schon damals hatte man eigentlich erwartet, dass der HSV ihn feuert. Aber damals kam er noch mit einer Entschuldigung davon. Und hat er es wohl intern relativ locker angehen lassen und die nötige Spannung fehlen lassen. Und dann hat man ihn jetzt heute endgültig freigestellt.